Aber wenn jetzt eine Akkufee kommen würde und würde sagen, du hättest einen Wunsch frei, ich hätte einen. Hier, ich habe eine Makita-Akkuschrauber, ich habe einen Metabo-Akkuschrauber. Und das passt. Und das würde passen. Ja, ein Akku für alle Systeme. Der Traum jedes Handwerkers, jedes Heimwerkers wird das wahr mit dem Metabo CAS-System. Das klären wir heute zusammen mit euch. Und damit willkommen zu den Baufunk 24 Werkzeug-News, Ausgabe 117. Ja, Metabo CAS, was heißt eigentlich CAS, Herr Leser? Cordless Alliance System. Genau, die kabellose Allianz. Und der Vater des Gedankens einer Akku-Allianz ist ja jetzt nicht neu, denn ich sag mal, jeder Anwender von Akkuwerkzeugen wünscht sich vielleicht, dass er das ein oder andere links und rechts des Weges auch nutzen könnte, wenn da nicht die Barriere des anderen Akkusystems wäre. Denn, sag mal so aus dem Kopf, was fallen dir für Akkusysteme ein? Ja, Bosch, Milwaukee, Ryobi, Einhell, Works. Jede Menge, ne? Da auch nochmal der Hinweis auf meine Reaktion auf den Test der Stiftung Warentest, wo wir nicht so ganz einverstanden waren, wie die Stiftung Warentest das Thema Akkusysteme bewertet hat. Blenden wir euch gerade nochmal da oben ein, guckt euch nochmal an. Wird es auch nochmal ein Follow-up zu geben, aber wir sind ja jetzt noch bei CAS und es gibt bis dato eigentlich zwei Hersteller, die so ein bisschen das Thema Akku-Allianz mal vorangetrieben haben. Das ist nämlich zum einen Bosch. Bosch nennt es beispielsweise Power for All und da geht es auch um die grüne Serie, zusammen mit zum Beispiel, glaube ich, Wagner, Gardena. Aber wir haben euch auch schon mal gezeigt, dass es eben auch in der Professional-Serie da einige Anbieter gibt, die jetzt mit Bosch zusammenarbeiten. Aber wenn jetzt eine Akkufee kommen würde und würde sagen, du hättest einen Wunsch frei, was wäre dein Wunsch? Ich hätte einen. 1 Million Euro. Eine Million Euro und zum Beispiel zu sagen, hier, ich habe eine Makita-Akkuschrauber, ich habe einen Metabo-Akkuschrauber. Und das passt. Und das würde passen. Aber das ist bis jetzt immer noch nicht der Fall. Denn die Akku-Allianzen, sowohl von Metabo als auch federführend von Bosch, die haben eigentlich so die Charakteristik, dass man einen Hauptanbieter hat, wie zum Beispiel jetzt hier Metabo oder Bosch. Und dann hat man mehrere Nischenanbieter, die das Produktportfolio eigentlich erweitern. Genau. Mit, sage ich mal, so Nischenprodukten oder Spezialwerkzeuge, genau. Wir haben euch hier ein paar Sachen mal aufgeführt, zum Beispiel Starmix, Akkustaubsauger. Starmix ist ja auch führend im Bereich Staubsauger. Deutscher Hersteller, der eine lange Tradition hat in dem Bereich und der macht auch in Zusammenarbeit mit Metabo die Werkstattsauger. Jetzt hat man hier einen 18 Volt Sauger in einem Systemer-Format, macht einen ganz schlanken Fuß. Heißt Quadrix. Quadrix. Ja, wahrscheinlich der Form geschuldet. Das Metabo 18 Volt Akkusystem gibt es mittlerweile schon einige Jahre. Aber Metabo hat vor einiger Zeit ein Upgrade eingeführt, denn wir haben jetzt bei Metabo auch 21700er Zellen. Und das könnt ihr relativ einfach daran erkennen, dass wir entweder 4 Amperestunden haben, 8 Amperestunden, nämlich einreihig und zweireihige Zellen. Mhm. Und bei Bosch und Milwaukee gibt es auch 12 Amperestunden Akkus. Mit 21700er Zellen. Das liegt aber dann daran, dass die Burschen 3 Lagen haben oder 3 Reihen. Und Metabo hat mir mal vor einiger Zeit gesagt, dass sie eigentlich keine dreireihigen Akkus machen möchten. Aus folgendem Grund, denn wenn du natürlich die mittlere Lage hast, dann ist dort das Temperaturmanagement schwierig, denn die erwärmen sich natürlich bei Last. Und du kannst natürlich hier noch die Wärme im Prinzip an den Außenseiten mehr oder weniger abführen. Wenn du natürlich jetzt hier eine mittlere Reihe hast, dann hat die quasi eine Heizung von oben und unten. Das ist schon relativ sportlich und da liegt im Prinzip auch der Hase im Pfeffer, nämlich das Thermomanagement dieser Akkus hinzubekommen bei hohen Entladeströmen. Und ich habe in diesen Akkus Samsung-Zellen, 21700er mit dem Kürzel 40T. Die können eine Dauerlast laut Spezifikation von 35 Ampere bis 80 Grad sogar 45 Ampere, dann brauchst du aber unbedingt ein Thermomanagement oder beziehungsweise eine Lastabschaltung, damit der Akku dir nicht hochgeht. Das kannst du natürlich dann kurzzeitig dazu nutzen, dass wenn du jetzt hier 45 Ampere pro Reihe, 2 Reihen, könntest du 90 Ampere. Das heißt, da kannst du schon einiges hier abfordern, aber man muss immer unterscheiden, ist es eine kurzfristige Last oder ist es wirklich die Dauerlast? Und da muss man eigentlich so ein bisschen einen Kompromiss finden, denn als Beispiel, ich hätte jetzt eine Tauchsäge, die wirklich vielleicht 1,5 kW abfordern kann. Wenn ich die jetzt
permanent abfordere, dann wird das dann wahrscheinlich irgendwie dazu führen, dass der Akku irgendwann mal in die thermische Abschaltung geht. Mhm. Aber wenn ich dann sagen würde, okay, ich drossel das ganze System, dass das nicht passiert, kann ich eben ja auch nicht diese Spitzenlasten abrufen. Wie zum Beispiel hier bei 12 Amperestunden Akkus von Milwaukee haben wir euch das schon mal gezeigt, dass diese Geräte so schon an den 2 kW kratzen, aber eben nicht Dauerlast. Aber beispielsweise bei der Kettensäge, wenn du es mal eben kurzfristig brauchst, viel Leistung, dann kann der Akku das auch kurzzeitig liefern. Jetzt gibt es eine Neuheit, die haben wir euch schon mal hier vorbereitet, kommen wir gleich noch zu. Das ist nämlich der 10 Amperestunden Akku. Das ist nämlich eine Neuheit, gibt es von keinem anderen Hersteller. 10 Amperestunden, aber zweireich. Aber ich würde sagen, wir gucken uns mal an, was hier im CAS-System so im Programm ist. Ne? Auf jeden Fall. Beispielsweise haben wir hier was, was so ein bisschen an einen Systemer erinnert. Aber es ist kein Akkuschrauber drin, sondern ein waschechter Staubsauger von StarMix. Und das Ganze funktioniert mit 18 Volt Akku. Mhm. Wir haben das Gerät schon einige Zeit hier bei uns mal im Einsatz gehabt. Ja. Macht einen schlanken Fuß, ne? Auf jeden Fall. Ist auch relativ schön, weil du hast ja hier die Box jetzt, die kannst du hier aufmachen. Dann kannst du hier noch den Saugstoff verstauen, ein bisschen Zubehör. Unten hast du dir das Akkufach. Und hier was ist einschaltbar. Genau, ich habe hier eine Akkuanzeige und eine manuelle Filterabrüttelung. Ich habe allerdings hier keine Einschaltautomatik, die mit einem Gerät gekoppelt ist, mit Bluetooth etc. Nein, genau, das ist jetzt hier nicht dafür. Aber es ist halt relativ schön kompakt halt für die Montage etc. Beispielsweise muss eben mal schnell ein Bohrloch setzen. Hier gibt es einfach so einen schönen Bohrvorsatz, das haben wir auch schon mal in den smarten Werkzeugen gezeigt. Der saugt sich über den Unterdruck einfach in die Wand. Hier hat man oben diese kleine Hülse, ja. Dadurch kannst du halt bohren. Dann ist in der Hülse ein kleiner Schlitz, wo dann einfach der Staub drüber abgesaugt wird. Ja, ist natürlich irgendwas jetzt für die kleine Montage. Ist ein richtiger Werkzeugsauger, ersetzt das natürlich jetzt nicht. Dafür ist er auch nicht ausgelegt. Einfach ja. Mal für eben schnelle Montagearbeiten etc. Oder wenn der Elektriker unterwegs ist, ein bisschen was aussaugen. Ich hätte euch gerne noch was gezeigt von Metabo. Gibt es nämlich einen neuen Werkstattsauger. Tatsächlich 18 Volt oder 2x 18 Volt. Das Ding soll richtig Ivan im Ärmel haben. Ist aber derzeit stark nachgefragt und wir konnten bisher noch kein Testgerät ergattern. Mhm. Machen wir aber mal weiter. Wir haben hier was Rotes und da steht auch Rothenberger drauf. Genau, wir haben eine kleine mit Presse. TH. Eine Presse für Muffen. Das ist ja ganz klasse, also jetzt nicht für den Tischler, aber natürlich für die ganzen Installateure unter euch, die ja dann auch Heizung, Sanitär, Klima, alles Mögliche an Rohren verpressen müssen, beziehungsweise halt die Muffen. Und die gibt es jetzt auch als Akkuvariante. Du hast natürlich oben einfach da dein Presswerkzeug. Das kannst du also ganz einfach wechseln. Auf den nächsten Aufsatz drauf, also bis, also glaub Metall, also Kupfermuffen, kann man bis 35 mm pressen. Plastik geht ja auch, Plastik ist glaube ich über 40. Ja, ist eine feine Sache. Funktioniert nicht hydraulisch, ist mechanisch, ne? Mechanisch, genau. Ja klar, einmal hier unten den Akku, hier ist an, aus. Ja. Dann fährt er runter. Was noch ganz interessant ist, hier so ein Notschalter, der funktioniert rein mechanisch. Auch wenn die Batterie raus ist, also der Akku, funktioniert trotzdem der Notausschalter. Du hast hier so zwei LEDs. Und das ist eigentlich auch ganz clever. Bei 40.000 Pressungen geht die rote LED an, dann muss das gewartet werden. Jetzt weiß ich nicht, ob 40.000 Pressungen viel oder wenig ist. Dann könnt ihr einfach mal schreiben, also die Leute, die solche Werkzeuge benutzen, sind 40.000 Pressungen viel oder ist das eher so verhältnismäßig wenig? Weil du musst das Gerät ja wieder wegschicken, dann ist es ja erstmal nicht wieder verfügbar auf den Bullis etc. Und so eine Wartung ist ja jetzt auch nicht mal eben schnell in einem Tag gemacht. Also von der Konstruktion her ist halt Rothenberger relativ stolz drauf, weil es relativ kompakt gehalten ist, aber trotzdem Leistung hat und halt auch die Presszeit. Also das war so deren Sache, wo die ja viel Wert drauf legen, dass die Presszeit relativ schnell ist, aber auch, dass es handlich ist, auch wenn immer die Rohre abgehängt sind oder in Ecken arbeiten musst, dass du überall relativ gut rankommst. Was man hier auch nochmal anschaulich zeigen kann, hier ist nur ein Akku mit einer Kapazität von 2 Amperestunden dran. Das ist auch noch ein alter Akku mit 18650er Zellen, nur hier hast du eigentlich keine hohen Ströme. Und das Gerät wird auch mit dem Akku, denke ich mal, einige Zeit durchhalten. Hier wäre es jetzt zum Beispiel nicht sinnvoll, hier so einen dicken Klopper dran zu machen. Natürlich geht das. Das können wir euch auch mal zeigen. Würde jetzt auch gehen, wenn du auf der Baustelle bist, hast hier meinetwegen deinen Winkelschleifer oder deinen Akkuschrauber. Jetzt ist der 2er-Akku leer, da kannst du hiermit weiterarbeiten. Ne? Ja. Das ist zumindest schon mal der Vorteil so einer Akku-Allianz. Aber 8 Amperestunden für so ein Gerät nicht unbedingt die erste Wahl, aber anders sieht das aus hier bei dem Colomix, denn da willst du jetzt zum Beispiel hier Mörtel anrühren oder sowas. Und wie man sieht, haben wir es auch schon im Einsatz gehabt. Wir hatten das sogar mit dem 4 Amperestunden Akku benutzt, konnten da Fliesenkleber mit anmischen, war gar kein Problem. Und es ist sehr angenehm, damit zu arbeiten, wenn du es auch sonst kennst, mit so einer Bohrmaschine da rumzuhantieren, ja, genau. Die so ein bisschen sperrig ist. Da ist das einfach angenehm, ne? Colomix ist eben auch ein Spezialanbieter. Dann haben wir hier nochmal
ein Winkelschleifer von Metabo. Den haben wir auch schon mal gezeigt und zwar im Livestream. Genau, da haben wir ein bisschen live rumgeflext, rumgewinkelt, würde ich jetzt mal sagen, politisch korrekt. Das Thema ist, Metabo macht auch bekanntermaßen ganz gute Winkelschleifer. Bürstenloses Design, die sind natürlich sehr schlank und bei den Burschen kannst du den Akku drehen, so wie du es brauchst. Ja, Winkelschleifer halt, ne? 125er. Ja gut, aber Metabo steht da für CS noch viel, viel mehr. Ne? Wir sind ja da, die decken natürlich die Metallbearbeitung ab, die Holzbearbeitung mit ab. Das ist natürlich schon krass, was man alles bei Metabo besorgen kann, beziehungsweise erwerben kann. Wenn wir bei Metabo sind, zeigen wir euch das Schätzchen hier nochmal. LTX Brushless Dreigang gehört kräftemäßig schon absolut zur Oberliga, die wir bisher so im Test hatten. Du hast hier noch ein Wechselfutter und was bei Metabo ganz schön ist, du kriegst hier noch so einen Aufsatz, ein Drehmomentverstärker mit einem riesen langen Zweithandgriff und dann kannst du im Holzbau auch wirklich dicke Schrauben schrauben. Denn, wie wir euch das neulich mal gezeigt haben, selbst mit einem großen Drehschlagschrauber, wenn du so eine 12x600er Schraube hast, da hast du so eine Torsion in der langen Schraube, dass du die damit gar nicht ins Holz getrieben bekommst. Und dafür ist dann sowas wirklich noch das Mittel der Wahl. Und den Spannhals hast du vergessen. Und den Spannhals, genau. Guter Hinweis, denn damit kannst du das Gerät auch wirklich hier in einem Bohrständer noch einspannen. Elektronische Drehmomenteinstellung, was bei Metabo immer so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, dass du die Entriegelung für die Akkus immer am Gerät hast. Und da musst du hier so ein bisschen dich drauf einnorden, dass du das zum Beispiel hier mit dem Handrücken entriegelst und dann kannst du das auch so rausnehmen. Wenn du das nicht gewohnt bist, musst du dich erstmal ein bisschen gewöhnen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, es ist schlechter oder besser. Nee. Was bei dem Akku noch eine Besonderheit ist, wir haben drei Gänge, nicht vier, aber auch nicht zwei. Nur der dritte Gang ist wirklich für hohe Drehzahlen ausgerüstet, wenn du zum Beispiel in der Metallbearbeitung bist. Ja, dann geht's weiter, ne? Ja, was haben wir hier Feines? Firma Eisenblätter. Zu Hause in welchem Bereich so? Metall auf jeden Fall, Metallverarbeitung. Ja, und das Ganze nennt sich? Längsschleifer. Ja. Und man sieht natürlich auch schon ein bisschen so die Charakteristik vom Winkelschleifer so ein bisschen. Ne? Ja, wenn ich so halte, sehe ich, wo es herkommt. Und ich habe auch hier wieder diesen Akku, den ich drehen kann. Mhm. Also da würde ich mal sagen, ist Metabo auch hier wahrscheinlich mit an Bord, was das Grundgerät anbelangt. Das ist eigentlich echt ein cooles Konzept, so einfach nur den Motor einfach nur gedreht um 90 Grad. Ne? Mhm. Weiß ich nicht, wie viel Umdrehung der hat. Aber eine Winkelschleife dreht natürlich schon relativ hoch. Ich glaube, das wird dann dementsprechend auch angepasst. Also so einen schönen Zweitangriff, der auch schön so mit Moosgummi. Der erinnert mich so ein bisschen an so einen City-Roller. Ja. ja, ist schon eine feine Sache. Kannst du auch so verstellen. Ja, ja. Relativ einfach. Und wenn wir es anmachen. Ist relativ langsam. Und es gibt natürlich halt auch mehrere Bürstaufsätze. Natürlich ist jetzt nicht nur der einzige Aufsatz, den es dafür gibt. Es gibt natürlich mehrere Zubehörsachen, wie zum Beispiel, dann, dass du halt Edelstahl bürsten kannst, Aluminium bürsten kannst. Ist sowas dann im Prinzip auch wie so ein Satinierschleifer, oder? Bestimmt, ja, denke ich schon. Ja. Also würde mich mal interessieren, wenn Zuschauer von euch sowas im Einsatz haben, schreibt mal, was ihr genau damit macht. Dann kennen wahrscheinlich auch die meisten von euch, nämlich Steine. Die sind Spezialist zum Beispiel für diese Heißluftgebläse, aber auch Heißklebepistolen. Mhm. Und tatsächlich Neuheit, so ein Gerät mit Akku gibt es auch schon von anderen Herstellern. Ich wollte sagen, das ist ja nicht die Neuheit an sich. Aber wiederum eine gute Sache, wenn du jetzt hier schon dein System hast, dann brauchst du nicht extra für so eine Heißluftpistole noch ein eigenes Akkusystem haben. Man muss einschränkend sagen, dass hier diese Heißluftpistole nicht vergleichbar ist mit einem netzbetriebenen Gerät. Denn netzbetriebene Geräte kannst du auch ganz gut für Farbentfernung oder sowas benutzen. Ja, ja. Aber hier hast du einfach nicht die Luftleistung, auch nicht die Temperatur. Einstellbar 300 und 500 Grad. Ich sehe das Gerät eher so im Bereich Schrumpfschläuche. Ja, für den Elektriker so. Also würde ich jetzt schätzen. Ne? Ja. Und da passt es halt ganz schön gut. Du kannst natürlich einfach über Metabo deinen ganzen Akkuschrauber beziehen, dein Bohrer beziehen und Installationssachen. Also jetzt, wenn es um Schrumpfschläuche geht, ist natürlich Steiner jetzt auch schon mal Anbieter. Was ich ganz schön an dem Gerät finde, ist halt die Entsicherung. Ne? Ja, die ist relativ dezent. Ne? Die hast du eigentlich intuitiv. Ja. Ich habe erst gedacht, so, warum wir es nicht mit dem klassischen Rechts-Links-Lauf gemacht haben. Also mit Daumen und Zeigefinger. Und also kann man ja mit Daumen und Zeigefinger verbinden, wie jetzt einmal so darunter ist. Das finde ich anfänglich so ein bisschen schwierig, weil du packst den ja erstmal so und du hast ja direkt entsichert. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das mit so einem Rechts-Links-Lauf, ob das dann die Sicherheitswerte noch ein bisschen besser ist, weil das drückst du ja bewusster, als wenn du jetzt einfach nur den Akkuschrauber in die Hand nimmst, weil dann drückst du ja immer mit dem Mittelfinger schon automatisch. Findest du das nicht so gut? Schon, aber ich denke mir so, von der Sicherheit ist das halt nicht
Ich sogar, weil du halt sofort immer schon den Sicherungsknopf drückst. Ach so. Drückst. Aber was man da halt auch merkt, ist halt, dass der Akku schon relativ gut gezogen wird. Ne? Ja. Also gerade wenn du halt in Dauerbetrieb bist, was du ja gerade gesagt hast, so für Farm etc., so für Akkus kannst du gar nicht tragen. Nee. Naja, und da ist auch einfach die Luftleistung, ne? Geringer. Und bei den Akku-Heißluftpistolen merkst du eigentlich auch immer so den Kompromiss. Denn wenn die mal in den Temperaturen etwas höher gehen, dann ist die Luftleistung auch wiederum geringer. Weil du kannst natürlich hier nicht 2 kW aus dem Heizelement oder sowas rausziehen. Ne? Ich bin jetzt hier nicht 100% im Thema, was hier die Heißluftpistolen anbelangt. Aber wenn du eine kabelgebundene Variante hast, ja, da hast du ja auch ruckzuck mal 1,8, 2 kW. Hier 2 kW, dann ist aber ruckzuck der Ofen aus, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, aber kommt Zeit, kommt Rat. Dann sehen wir noch genau, Eibenstock. Da könntest du mit deinem Auto polieren, könntest du aber sein lassen, denn dafür ist es nicht gedacht, sondern für Putz. Genau, um Putz, Oberflächenbearbeitung. Wir sehen auch wieder hier, dass wir im Grundgerät einen Winkelschleifer haben. Vermutlich aus dem Hause Metabo. Wobei der vom Gehäuse schon wiederum ein bisschen anders aussieht. Man weiß es nicht. Aber ähnlich zum Beispiel zu dem, ne? Ja. Zu dem Eisenblätter. Ja. Was ganz interessant ist, wer mein Video zum Unimog gesehen hat, wir haben hier quasi eine Portalachse beim Winkelschleifer. Denn hier ist ja die Antriebsachse und hier ist dann die Achse von diesem Schleifteller. Wenn man es anmacht, sieht man... Es macht viel Geräusch, aber wenig Drehzahl. Das ist auch gut so, zumindest die Drehzahl. Denn du brauchst natürlich hier ordentlich IBAN im Ärmel. Und die Drehzahl, die jetzt hier beim Winkelschleifer rauskommt, ist natürlich deutlich höher. Also hier ist schon eine ordentliche Untersetzung dahinter. Ja, und auch wiederum ein Werkzeug, was du im Innenausbau... Ja, Innenausbau und auch gerade so, wenn es an die Fassaden geht etc. und du halt über das Gerüst arbeiten musst, ist natürlich sowas immer noch viel, viel angenehmer, weil Gerüst ist jetzt nicht immer so viel Platz und noch nicht so breit. Und wenn du dann halt immer anfängst mit Kabeling, also Kabeltrommel etc., ist das halt immer relativ schwierig, weil du musst ja dann auch immer Etagen weiter hoch. Da ist halt so ein Akkugerät halt auch so, auch die Kernlösung gewesen, weil da einfach für den Anwender das einfach viel, viel mobiler ist. Du bist einfach viel, viel schneller. Du hast dieses ganze Management mit Kabeltrommel etc. nicht. Gibt es noch andere Aufsätze hier? Ja, du hast verschiedene Aufsätze, Schwämme etc., je nach Oberfläche. Ne? Ich bin jetzt auch nicht so der Verputzer. Da gibt es natürlich auch noch Auswahl an Zubehör. Ja. Ist Eibenstock auch made in Germany? Wiederum eine Sache, Maffell. Die Tauchsäge hatten wir euch schon mal angerissen im Tauchsägen-Video. Zuletzt mit der Metabo-Tauchsäge. Die Maffell macht auch einen soliden Eindruck. Hat auch so ein paar Features, die andere nicht haben, wie zum Beispiel so eine Vorritzfunktion. Das ist sehr, sehr beliebt, ne, bei den Nutzern, beziehungsweise gerade, also Maffel ist ja dann auch wieder ein klassischer Anbieter nur für Holzbearbeitungswerkzeuge. Metabo ist ja noch so ein bisschen auf zwei Gebieten unterwegs, mit Metall und Holz, und Maffel ist nur rein Holz. Und da ist es halt bei den Zimmermännern, gerade bei den Zimmermännern, Maffel immer sehr, sehr beliebt. Und die genießt halt auch schon ein hohes Ansehen, die Tauchkreissäge. Vor allen Dingen bei Maffel aber interessant, es gibt auch Maffel-Akkuschrauber, die wiederum von Metabo gefertigt werden. Das heißt, Metabo und Maffel, die hatten vorher schon im Akkubereich eigentlich quasi miteinander zu tun. Und mit den Tauchsägen ist es ja auch so. Und jetzt steht eben auch das CRS-Logo hier auf dem Akku. So, und dann haben wir noch hinter uns was. Das passt jetzt gerade nicht auf den Tisch. Und das ist nämlich von Birchmeier. Und Birchmeier hatte mir jetzt auch nichts gesagt. Ich komme aber auch zum Beispiel nicht aus dem Weinbausektor. Die ist im Prinzip ein Rückensprüher. Ich kenne zum Beispiel hier ja, die normalen Handpumpflaschen, wo man dann irgendwie Pflanzenschutzmittel und dann schnallst du das auf den Rücken. Oder? Das sind halt schon so eine Art so Dosierungsgeräte. Letztendlich machst du ja genau das. Du siehst ja speziell und vernebelst natürlich auch noch dein Fluid, was auch immer du spritzen möchtest. Und das gibt es halt auch mit Akku, weil die hatten vorher auch diesen Kanister, auch, den man auf dem Rücken tragen kann, aber dann halt mit manueller Handpumpe, also rein mechanisch. Dann konntest du halt immer mit der rechten Hand pumpen und mit der linken dann halt deine, die Lanze dann halt führen. Und jetzt gibt es das halt ganz mit Akku. Hier ist jetzt beispielsweise auch ein 4 Ampere schon Akku drin, denn auch hier Leistung wird wahrscheinlich jetzt hier nicht so ultramäßig abgefordert. So, ich kann jetzt hier das Gerät anschalten, den Druck einstellen. Ich kann hier den Druck bis 6 bar einstellen. 15 Liter Fassungsvermögen haben wir. Ja. Und da ist es ganz cool, dass man was hat, was man auf dem Rücken tragen kann. Aber da muss ich sagen, ist das Tragekomfort nicht ganz so nice. Was wir jetzt hier gerade nicht am Tisch haben, aber schon in der Werkstatt, ist von Edding ein Labelgerät. Ist das nicht so ganz
preiswert, nee. Also so für den Hobbyanwender vielleicht nicht, aber so für Lageristen, glaube ich, ist das so ein kleines Träumchen. Ist schon ein sehr hoher Sprung. Also Edding kennt man, also jeder hat ein Edding irgendwie im Etui oder vielleicht auch ein paar in der Hosentasche mal dabei. Edding ist halt auch in der Industrie halt vertreten, also gerade so in den Fertigungsstraßen. Und jetzt haben wir halt was rausgebracht, halt, was manuell ist, also mit Akku. Und ich finde das ganz, ganz witzig, wenn man sich das anguckt, da erkennt man auch direkt, wo das herkommt, weil es ist einfach wie der Metabo-Akkuschrauber. Ja, der Griff, hier, ne? Einfach hier oben abgeschnitten und dann ist halt, ja... Das sieht halt schon sehr, sehr Cyborg-mäßig aus. Ich finde, es hat einen extrem hohen Haben-Wollen-Faktor. Ja, auf jeden Fall. Es macht auch sehr, sehr viel Spaß. Macht mega Spaß. Du hast ja, du kannst einfach die Logos reinmachen, dann irgendwelche Schriftzug, und dann gehst du mit drauf. Und das funktioniert mit Inkjet. Das funktioniert quasi wie ein Tintenstrahldrucker, aber es gibt verschiedene Kartuschen, nämlich einmal für saugende und für nicht saugende Untergründe. Das heißt, du kannst wie mit einem Permanentmarker auf eine Folie was drucken. Ja. Nutzen wir auch gerade schon für unseren Merch. Ne? Dann haben wir noch eine Sache, die habe ich euch schon mal gezeigt, aber die ist nicht hier, und zwar von Prebena. Prebena steht ja für Pressluftbenagelung. Ja. Ne? Da vielleicht nochmal der Hinweis, wie wir neulich mal genagelt haben hier. Das Video blenden wir euch da oben gerade ein. Genau, und Prebena ist eben auch, ja, man kann es schon sagen, einer der Marktführer in dem Bereich. Und die haben uns ja auch mal erklärt, wie viel Entwicklungsaufwand alleine in diesen Nagelstiften, in diesen... Nur in dem Harz. Nur in dem Harz drin ist. Naja. Das ist schon Wahnsinn. Würde ich mir auch noch mal gerne im Detail anschauen. Aber dafür macht es ja auch Sinn, für einen kleineren Hersteller, für Prebena, zu sagen, okay, wollen wir jetzt ein eigenes Akkusystem auf den Markt bringen, wo wir wieder irgendwo so eine Barriere schaffen. Ja. Ich denke, genau für solche Hersteller macht das eben Sinn. Aber was man auch, denke ich, hier sieht, ist, dass die Akkusysteme nicht dazu führen, dass die Hersteller maßgeblich von ihrem eigenen Kuchen so ein bisschen abgeben, sondern ja, letztendlich das Revier bleibt schon genau. Das eigene. Ne? Weil das Know-how ist ja wirklich alles, also keine schon Spezialmaschinen, auch wenn auch manchmal die Gewerke übergreifend sind, also zum Beispiel bei Pressfix und Rothenberger, Maffel und Metabo. Aber letztendlich hat trotzdem noch jeder sein eigenes Know-how, wo er dann auch wirklich platzhirsch ist. Und auch was halt witzig ist halt, wenn das Gewerk übergreifend ist, also zum Beispiel Prebena passt ja auch gut in die Zimmerei, was passt zur Zimmerei Maffel oder auch Metabo. Und da ist es schon relativ clever, dass man halt so ein System hat und da auch damit einsteigt. Was ich mir dann auch in der Vorüberlegung halt auch gedacht habe, ist beispielsweise Fein. Fein ist natürlich auch Metallwerkzeuge, beziehungsweise sind da noch seit 2011 auch mit den Akkuschrauben unterwegs. Aber sonst hat Fein halt nicht viel, natürlich ihr Oszillationswerkzeug. Aber dann ist halt auch, was das Akkuprogramm angeht, ist halt Sense. Winkelschleifer? Ja, vielleicht Winkelschleifer, aber dann ist halt Sense. So, und da habe ich mir dann auch gedacht, wäre das hier vielleicht auch für Fein noch eine gute Alternative gewesen, mit in das CS-System reinzugehen, weil einfach jetzt noch so viel anderes Zeug noch da ist. Ne? Aber ich glaube, da ist wieder das Problem, Fein, Überlappung mit Metabo-Akkuschrauber, ja, Multimaster. Ja, aber Multimaster, also, ja, schon, ja. Aber du hast ja die Überschneidung auch bei Muffle und Metabo, ne? Mhm. Du hast, und klar, auch mit dem Winkelschleifer, ein Eisenblätter macht auch Winkelschleifer. Hm. Von daher, aber das ist halt so eine Sache. Aber ich finde das System halt so, wie es ist und die Idee halt auch super gut, weil du da einfach, wenn du mal wirklich jetzt gut überlegst, du bist halt irgendwie Bauunternehmer etc. und du brauchst halt solche Spezialwerkzeuge, wirklich jetzt nicht nur eine Sache, sondern mehrere Sachen, ist das halt schon eigentlich die billigste Variante, die du fahren kannst. Aber wir wollten euch ja auch noch was zeigen hier zum neuen 10-Ampere-Stunden-Akku. Denn das hat im Prinzip so ein bisschen für Aufsehen gesorgt. Es gibt nämlich bisher keinen anderen Hersteller, der einen 10-Ampere-Stunden-Akku hat. 8-Ampere-Stunden, 12-Ampere-Stunden bei Bosch oder Milwaukee, aber dann eben dreireihig. Hier haben wir aber einen zweireihigen Akku. Und wie kann das überhaupt sein? Bekanntermaßen gibt es ja die 21700er-Zellen mit 4-Ampere-Stunden, wie zum Beispiel die Samsung-Zellen, die auch in den Akkus hier verbaut sind. Aber für einen 10-Ampere-Stunden-Akku zweireihig müsste es ja eine 5-Ampere-Stunden-Zelle geben. Die gibt es auch. Aber wenn man sich diese Samsung 21750E anschaut, dann kann die einen Dauerstrom liefern von 10 Ampere, kurzzeitig auf 15 Ampere. Und wenn wir jetzt mal überlegen, wir hätten jetzt hier 2 mal 10 Ampere, also 20 Ampere Dauerlast bei 18 Volt, dann macht das so 360 Watt, sag mal 400 Watt Dauerlast. Da bist du in Hochstromanwendungen fehl am Platz. Das heißt, den Burschen hier könntest du weder in so einer Tauchkreissäge verwenden. Aber die Frage ist, wie machen die das? Und dann habe ich mal reingeschaut, was hier für Zellen verbaut sind. Wir haben wirklich diesen Akku hier genommen, diesen schönen neuen 10-Ampere-Stunden-Akku, und haben den geopfert. Es ist ein bisschen Gewalt im Spiel gewesen, aber wir wollten nur mal wissen, was ist hier drauf.
Und es ist ein 50S am Ende. Und dazu findest du relativ gar nichts bis nichts. Ich habe irgendwo was gefunden, was mir gesagt hat, dass diese Zellen so 35 Ampere liefern können, was dann entsprechend Sinn machen würde, denn dann könnte man sie auch wirklich für Werkzeugakkus benutzen. Es mag auch sein, dass es hier eine Special Edition gibt, die extra für Werkzeugakkus gemacht ist. Davon gehe ich fast aus. Wenn ihr Infos habt zu diesen 50S-Zellen, dann gerne mal in die Kommentare. Aber was noch mal ganz interessant ist, denn nicht jeder hat sicherlich hier die Möglichkeit, mal so einen Akku eben zu zerfleddern, ist, wie das aufgebaut ist. Du siehst jetzt hier diese 5 Zellen, 2 Lagen. Und was Metabo ganz gut macht, finde ich, dass sie diese Zellen wirklich auch spritzwassergeschützt, relativ wasserdicht machen. Du hast nämlich hier komplett eine Gummidichtung. Und auch hier diese Gummidichtung, die sind hier ziemlich fest und dicht. Das heißt, der Akku ist relativ dicht von den Seiten, von unten. Von oben auch ganz interessant, denn er wird quasi hier verschraubt. Und an den Innenseiten sieht man dann hier diesen Kleber, der dann auch dafür sorgt, dass diese Öffnungen hier im Prinzip relativ dicht sind. Ganz dicht kann es nicht sein, denn was natürlich hier wichtig ist, die Belüftung während des Ladens. Und das kann man hier noch so ein bisschen sehen, dass du hier so Luftkanäle hast, wo das Ladegerät beim Laden wirklich einen Kühlluftstrom durchgibt oder durchbläst. Es kommt dann hier wieder raus. Das ist schon Design mit Knopfhoff. Und da kommt es eben bei den Akkus wirklich darauf an, das thermische Management, was einer Überhitzung der Akkus entgegenwirkt, auch beim Laden. Denn die Akkus werden ja mittlerweile schon mit ordentlichen Strömen geladen. Bosch lädt zum Beispiel zum Teil 16 Ampere, liegt auch am Akku. Das Metabo-Ladegerät, was wir hier haben, lädt mit 6,5 Ampere maximal. Und was hier auch noch interessant ist, dass die ganze Kontaktierung mit diesen Platten, das ist, glaube ich, lasergeschweißt. Hier siehst du auch, ja, es sieht so aus wie Kupfer. Und diese Plättchen hier, die sind einlagig. Und wenn es dann hier an die Enden geht, dann sind die zweilagig. Du siehst auch hier, das sieht so nach Kupfer aus, ne? Was hat das denn für einen Hintergrund, dass man von Einlagen auf zwei Lagen geht, also an den Enden? Weil du im Prinzip ja hier Plus und Minus hast, oder umgekehrt, weiß ich jetzt nicht. Aber hier gehen ja dann letztendlich die ganzen Ströme durch. Ach so, okay. Ne? Das heißt, die Stromstärken, die werden ja mehr, je mehr Akkus da du hast. Das heißt, du brauchst ja hier auf der ersten Reihe hast du ja meinetwegen 30 Ampere, auf der zweiten Reihe hast du dann schon 60 Ampere. Ja, weil wir haben ja, glaube ich, eine Serienparallelschaltung, ist das ja, ne? Ja. Also die sind in Serie hier, immer die Reihe, und dann die zwei Reihen sind dann parallel geschaltet. Damit verdoppeln sich die Ströme und mit der Serie erhöht sich ja die Voltzahl. Also die multiplizierst ja in der Serie. Ne? Und auch nochmal der Hinweis, die Akkus sind als 18 Volt klassifiziert. 18 Volt ist dann wirklich bezogen auf die Nennspannung. Systeme, die mit 20 Volt deklariert sind, beziehen sich dann auf die Leerlaufspannung, die aber eigentlich keinen großen praktischen Wert hat. Denn wenn du die Zelle belastest, geht die auch relativ schnell auf die 18 Volt. Aber liebe Leute, wir wären ja nicht wir, wenn wir nicht sagen, ihr kommentiert, Brockschmidt spendiert. Und wir haben uns überlegt, wir hauen was Schönes raus, was zum CAS-System passt. Nämlich hier diesen Burschen hier, einen schönen Akkuschrauber, 18-Volt-System, sehr handlich, Wechselbohrfutter, komplett in einem schönen Köfferchen. Unter dem Hashtag 18-Volt-Akku sollt ihr jetzt einfach mal kommentieren, eure Meinung zum Video und auch eure Meinung zu einer Akku-Allianz und wie ihr das so seht. Bringt das für euch einen Vorteil? Was ist eure Meinung? Immer unter das Video und natürlich wie immer auch die Produkte in der Videobeschreibung verlinkt. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt vor allen Dingen gesund und bis dann.